Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Im DLR Astro Seminar 2022 ging es ja um die schwarzen Löcher und da dürfte das Thema Gravitationswellen natürlich nicht fehlen. Carsten Danzmann, Professor an der Universität Hannover und Max-Planck-Direktor am MPI für Gravitationsphysik, ist stark beteiligt bei diversen Gravitationswellenprojekten und natürlich auch bei GEO 600, was er aufgebaut hat. Ein Gravitationswellendetektor in Deutschland. In seinem Vortrag geht es aber um einen Weltrauminterferometer LISA. Das Projekt läuft soweit sehr gut. Es ist natürlich noch im Bau befindlich und man möchte damit aufgrund der Größe besonders die niederfrequenten Gravitationswellen messen. Das war auch das Thema seines Vortrags. Gute Unterhaltung. Was erzähle ich Ihnen heute? Wir haben gerade gehört, wie lange es gedauert hat. Ich habe gar nicht dran gedacht, 30 Jahre. Natürlich, da hätte man gleich fragen können, was hat denn daran so lange gedauert? Warum haben die 30 Jahre dazu gebraucht? Gut, ich habe ja nur eine Stunde, also 30 Jahre, das wird etwas länger dauern. Aber ein, zwei Dinge wollte ich Ihnen nahebringen. Und zwar rausgesucht Dinge, die mit Astronomie zu tun haben. Ich wollte Ihnen erzählen, dass die Astronomie sich ändert. Und sie hat sich ganz besonders in den letzten 5 bis 6 Jahren dramatisch geändert. Nicht nur so ein bisschen. Das sind nicht einfach neue Wellen. Rot, grün, Radio, irgendwas anderes. Nein, wir gucken uns das Universum ganz anders an. Ich sage 5 Jahre. Es hat vor 5 Jahren angefangen mit etwas, was man heute als Gravitationswellenastronomie bezeichnet. Da ging es richtig los. Und das ist der wesentliche Unterschied zu vorher. Das ist die Gravitationswellenastronomie, die angefangen hat. Wir haben nicht einen kleinen Nachweis gebracht, sondern wir haben die neue Astronomie eröffnet. Und die hat vor 6 Jahren angefangen mit Dingen hier auf der Erde. Wir haben gerade gehört, es waren amerikanische Detektoren, ja, darauf komme ich gleich noch zurück, aber die meisten Leute wissen gar nicht, die ersten Menschen, die jemals eine Gravitationswelle gehört haben in ihrem Labor, das waren 2 von unseren Postdocs bei uns in Hannover, mittags um 11.50 Uhr. Da haben die etwas getan, was bei uns eigentlich alle tun, an einem wunderschönen Tag um 11.50 Uhr, da haben sie auf ihre Laptops geguckt. Aber gehen wir etwas zurück jetzt. Die ganze Geschichte mit der Gravitationswellenastronomie, die fing nämlich eher an. Fing tatsächlich vor 100 Jahren an, aber da haben sie es alle nicht so geglaubt. Selbst vor 50 Jahren, als die Theoretiker anfingen, etwas mehr zu rechnen, hat es auch keiner wirklich geglaubt. Aber die richtige Gravitationswellenastronomie experimentell, die begann in den 70ern. Die Dinge, die damals stattgefunden haben, beschränkten sich vorwiegend auf die hohen Frequenzen hier auf der Erde mit erdgebundenen Detektoren. Aber gleichzeitig, ungefähr zur gleichen Zeit in den 70er Jahren, haben auch die Versuche begonnen, in den Weltraum rauszugehen und niedrige Frequenzen sich anzugucken. Also fangen wir mal da an, denn das liegt mir heute am nächsten und das ist vielleicht etwas, wo die wenigsten von Ihnen viel drüber wissen. Alles andere haben Sie ja in 761 Cover-Sheets in diversen Zeitungen gesehen, die erdgebundenen Dinge nämlich, die aus dem Weltraum, die kommen erst etwas später. Die Anfänge von LISA, also der Gravitationswellenastronomie bei niedrigen Frequenzen im Weltall, die Anfänge begannen Anfang der 70er Jahre und zwar vorwiegend tatsächlich in den USA. Hier steht zwar, not much was happening in Europe at first, das ist natürlich, länger war die Zeile nicht, also das bezieht sich hier nicht darauf, dass in Europa nicht viel passiert ist in den 70er Jahren. Das war sogar sehr viel, da war ich noch ziemlich am Leben zu der Zeit. Aber die Gravitationswellenastronomie im Weltall, die hat damals in Europa noch nicht begonnen. Das begann vorwiegend in den USA, weil wir uns hier in Europa mit anderen Dingen befasst haben. Die NASA war relativ früh dabei, Anfang der 70er Jahre und das Ganze wurde historisch durch eine Konferenz und ein Komitee, das bezog sich vor allen Dingen auf die Entdeckungen auf dem Mond
ob man nicht vom Mond aus Astronomie machen konnte. Ray Wise, der dann jetzt vor 6 Jahren den Nobelpreis bekommen hat für die Gravitationswellen auf der Erde, der war damals der Vorsitzende eines Komitees, das sich um Gravitationswellen auf dem Mond gekümmert hat. Natürlich muss man zugeben, damals hatte man tatsächlich noch viel weniger Ahnung davon, wie man Gravitationswellen nachweisen kann, verglichen mit heute. Und es gab erste Versuche und Vorschläge. Und der erste Versuch dieser Art, den man auch nachlesen kann, 1975 und 78, soweit ich mich erinnere, wurden diese Sachen veröffentlicht. Und der erste Versuch, einen Detektor im Weltall zu bauen, bezog sich auf das Ding hier. Das ist ein Originalbild von 1975, also nicht original, ich habe es schon kopiert, aber genau so hat es ausgesehen. Damals dachte man, 1 Kilometer lange Arme bauen zu können für einen Laserinterferometer, also das Ding, wo die Laserstrahlen die beiden Arme rauf und runter laufen und sich wieder vereinigen und dann sehr, sehr empfindlich sind. Dachte man, die muss man ja ruhig halten und dann machen wir halt ein Stahlgerüst, so wie das hier. 1 Kilometer lang, weil das ein bisschen instabil war, sieht man da, da hängen Tension Cable dran, damit das Ding, das wabbelte sehr, auch im Weltall. So fing das Ganze an, 1 Meter Strahlen und die meisten Leute haben damals schon gesagt, das kann ja nie klappen. So genau, 1 Kilometer im Weltall, das wird nichts. Das hat dann auch noch sehr lange gedauert. Es war viel Technologie, die sich damals entwickelt hat. Und die eigentliche, wirkliche LISA-Mission für Gravitationswellenastronomie im Weltall, die begann 1992. Denn da schrieben wir das erste Proposal für eine Mission, und zwar für die Mission M3, Mission die dritte, so hieß das, ein Proposal. Das war eine gemeinsame Vorschlagsmission zwischen ESA und NASA und uns natürlich, auch die Wissenschaftler spielten eine gewisse Rolle, oder man könnte sagen die Hauptrolle dabei. Damals wurde vorwiegend untersucht, ob das überhaupt ginge und was das kosten würde. Nun können wir schon alle raten, was passiert ist. Das war viel zu teuer, das geht so alles nicht. Aber immerhin gab es einen wesentlichen Durchbruch. Wir haben uns damals entschieden, dass es so ein Gebilde wie das hier werden muss, was in einer heliozentrischen Umlaufbahn um die Sonne läuft. Da gab es erstmal was im Weltall, irgendwo muss es fliegen. Eine Möglichkeit wäre um die Erde rum, das wäre ein geozentrisches Orbit. Oder größer, weiter raus, heliozentrisch. Und das hier ist ein Originalbild von 1992 diesmal auch. Das habe ich auch nicht nur abkopiert, sondern auch entworfen damals. Das wesentliche Ergebnis war heliozentrisches Orbit für wissenschaftliche Gründe. Denn es war viel ruhiger draußen in einer heliozentrischen Umlaufbahn. Hier um die Erde rum ist das Weltall eben nicht ruhig. Selbst das Gravitationsfeld ist nicht ruhig hier in der Nähe der Erde. Aber da draußen in der heliozentrischen Umlaufbahn, da muss man schon Pech haben, damit einen irgendwas trifft. So fing es an und bereits 3 Jahre später waren wir so weit, dass wir den nächsten Vorschlag gemacht haben. Und das bezog sich dann auf eine Mission, die als die wirkliche LISA-Mission bekannt wurde. Und Sie sehen hier, das ist wieder ein Originalbild. Sie sehen sogar, da habe ich drin rumgekritzelt in diesem alten Bild von damals. Da hatte ich nämlich die elektronischen Files nicht mehr im Vorrat. Und Sie sehen da unten, das ist Dezember 1995. Und da sehen Sie im Hintergrund, da sind wir zu einem Dreieck übergegangen. Und dabei ist LISA bis heute geblieben, seit 1995. Die wesentlichen Konzepte so eines Detektors im Weltall, die sind damals entstanden, 1995 in einem Dreieck. Ist schon ein paar Jahre her. Wir haben tatsächlich wenige Jahre danach auch uns Gedanken gemacht über die Folgemission, die LISA-Mission, die ja gerade erst auf dem Papier entstanden war, das hier, dieses Bild hier, ja, ich entschuldige mich für diese Bilder, das ist immer, wenn man von einem Apple PowerPoint rüber kopiert auf ein dreifach Covid-geschütztes weiteres System in ein Microsoft-System, dann diese alten Bilder kommen nicht mehr durch. Aber ist auch nur der Hintergrund, von dem ich rede. Das war die Vision, so sollte es aussehen damals, da haben wir bereits uns Gedanken gemacht, dass wir fliegen könnten mit der Follow-on-Mission für LISA, für, und da sehen Sie da unten, Launch Beyond 2015. Das habe ich damals vor 22 Jahren tatsächlich in Rom dargestellt, bei der Marcel Grossman Nummer 9-Mission an dem Ganzen. Etwas anders aufgebaut als heute, aber wir kommen noch darauf zurück. Es ist viel vergangen seit damals. Das erste
LISA Proposal für Gravitationswellenastronomie im Weltall haben wir 1992 geschrieben. Heute sind wir in 2022 und wir sehen, es sind 30 Jahre vergangen seit damals. Und für die, die sich da auskennen, das könnte man ein Pearl Anniversary oder in Deutschland würde man sagen, eine Perlenhochzeit nennen. Nach 30 Jahren feiert man dann, wenn Leute es so lange geschafft haben, 30 Jahre, das ist das Perlenjubiläum in dem Ganzen. Der wirkliche Beginn aber war 1985. Das waren die ersten Anfänge, wo wir echte Forschungen getrieben haben. Und wir reden heute von einem Start dieser Mission, der LISA-Mission, im Jahre 2035. Und das ist einigermaßen verlässlich im Gegensatz zu vielem anderen, was wir uns vorgestellt hatten. Und jetzt rechnen Sie mal kurz nach. Ich gebe Ihnen ein paar Minuten, können Sie kurz ausrechnen. 85 bis 2035, 50 Jahre. So, das nennt man Golden Anniversary oder auch die goldene Hochzeit. Wenn wir 2035 tatsächlich starten, und das werden wir, dann haben wir wirklich 50 Jahre mit echter Arbeit verbracht, um das nach vorne zu bringen. Und ich bin mir sicher, dass Reinhard Genzel, als er hier war neulich, wenn er seinen Vortrag hier bei Ihnen gehalten hat, gerne auch ein Wort erwähnt hat, dass es ihn 40 Jahre gekostet hat, dahin zu kommen, wo Sie jetzt sind. Dann sage ich immer, Reinhard, wir machen 50, wart's mal ab, aber wir sind noch nicht da. So hat sich's entwickelt. Das ist alles, was es braucht für 50 Jahre. In 50 Jahren kommen Sie von dem Linken bis zum Rechten. Und so sehen wir heute aus. Also das dauert schon, 50 Jahre braucht das. Wir mussten aber, und das mögen viele nicht, warten. Wir mussten sehr lange warten, bis das kam. Wir mussten warten und dann kam das Jahr 2015. 2015 begann die ganze experimentelle Gravitationswellenastronomie. In dem Jahr sind nämlich zwei Dinge passiert. Das eine war das. Da haben wir das erste Mal Physical Review Letters auf das Cover geschafft, Februar 2016, und da wurden Gravitationswellen entdeckt. Gut, da wurden sie publiziert, entdeckt hatten wir sie ein bisschen davor, aber da war es noch nicht bekannt. Im September, da hatten wir die Signale schon alle. Wir wussten es bis dahin, bis zum Februar 2016. Niemand anders wusste es, aber wir haben stillgehalten. So sah das aus. So lange brauchen Sie, um solche mickrigen Signale zu produzieren wie diese da. Und ich kann Ihnen garantieren, daran habe ich mein ganzes Leben lang gearbeitet, um diese paar Signale zu kreieren. Und das, muss ich Ihnen sagen, das war es wert. Da wurde es dann etwas bekannter. Wir haben nicht nur dieses eine Titelbild geschafft, sondern zum Beispiel auch das Titelblatt vom Spiegel. Und wie ich vorhin sagte, wir haben 761 Titelblätter von anderen Journalen wie diesem hier geschafft. Das war das einzige Mal, dass Gravitationswellen oder auch die Astronomie insgesamt es auf so viele Titelbilder geschafft haben. Und was hatten wir gemacht? Genau das hier. Wir konnten zum ersten Mal zuhören, wie schwarze Löcher miteinander verschmelzen. Und ich sagte das als nicht geplante Einleitung, es waren tatsächlich zwei Postdocs in unserem Institut in Hannover, die zum ersten Mal zugehört haben, wie diese Signale entstanden sind. Woran lag das? Daran, dass es in den USA noch mitten in der Nacht war. Die beiden amerikanischen Detektoren hatten 2 Uhr morgens und 5 Uhr morgens und die letzten Beobachter waren um 20 Minuten vor 2 Uhr nach Hause gefahren, nachdem sie ein paar Sachen noch in Ordnung gebracht hatten. Und da kamen viele Sachen hinterher. Da kann ich alleine eine Stunde drüber erzählen, wie das war, wie wir das alle nicht glauben wollten, dass wir das detektiert hatten. Dass wir am Ende einfach in Amerika angerufen haben, im Beobachtungsraum. Und dann gesagt, habt ihr da ein Signal injiziert und uns nicht Bescheid gesagt oder irgendwie sowas? Und da war nur der Nachtwächter und der sagte, wieso Testsignal? So, wir sitzen hier nur und sorgen dafür, dass nichts runterfällt. Und, ach so, na gut. Es war aber nicht nur da, sondern inzwischen leben wir in einer anderen Welt. In den paar Jahren seit damals hat sich die Welt geändert, auch in der Gravitationswellenastronomie. Hier sehen wir inzwischen 5 große laserinterferometrische Detektoren und bald kommt noch einer dazu.
nicht nur Kagra, Kagra läuft inzwischen in Japan, sondern Indien wird auch noch dazukommen. Und Sie sehen, wie schnell das geht. Man muss nur mal schnell was entdecken. Und Sie sehen hier, am 17.02.2016 wurde der Vorschlag in Indien genehmigt. Man muss nur was detektieren und schon finden die Leute das gut. Wir selber waren in Deutschland schon sehr lange dabei. Zu Zeiten, da war ich zwar noch am Leben oder schon am Leben, aber habe keine Ahnung von Relativität gehabt. Das ist mein Vorgänger in dem Job. Also nicht, dass das irgendwie zusammenhängt, aber naja, ich kann sagen, das ist Heinz Billing hier. Und der hat mir das dann übertragen eines Tages, seinen Job, den ich übernommen habe. Er hat gesagt, Herr Danzmann, eins will ich Ihnen sagen. Ich bleibe am Leben, bis Sie diese verdammten Gravitationswellen nachgewiesen haben. Er hat es geschafft. Er hat allerdings niemals angenommen, dass es ihn 102 Jahre kosten würde, bis er diese Signale gesehen hat. Er hat sie tatsächlich bekommen und wir haben sie ihm gesagt. Und das hatte wahrscheinlich auch nichts miteinander zu tun, aber 2 Monate danach hat er diese Welt verlassen, weil er wohl dachte, schöner kann es jetzt auch nicht mehr werden hier. Wir haben dann weitergemacht, denn was man hier sieht, sind keine Laserinterferometer. Anfangs waren das keine Laserinterferometer, um Astronomie zu machen, sondern solche Klötze. Gut, man würde jetzt sagen Zylinder, Aluminiumzylinder. Das waren auch sehr präzise Aluminiumzylinder, hochpräzise, mit kleinsten Verlusten nur. Die konnten sie anschlagen, nicht nur mit dem Hammer, den konnten sie so mit dem kleinen Finger antitschen und dann konnten die noch für Monate weiter schwingen. Also war schon ein Wunder, aber die reichen nicht. Man braucht Laserinterferometer und so kam ich dann dazu. Wir haben dann überall angefangen, Laserinterferometer zu bauen. Hier etwas aus Garching, was Sie rechts sehen, ist eine Ecke vom Max-Planck-Institut für Astrophysik. Da unten hinter den Fenstern, da war unser Strahlteiler und der Detektor. Und hier sehen Sie die beiden langen Vakuumröhren und dann noch 2 Fertiggaragen da links und rechts an den Enden der Arme. Das gibt es heute alles nicht mehr. Da ist heute die Feuerwehrzufahrt, damit man da auch löschen kann, wenn Viren kommen oder irgend sowas. Das war zu der Zeit. Und wir haben es dann weitergetrieben in Hannover und haben die Arme etwas größer gemacht. Wir sehen hier das GEO-600-Projekt, 600 Meter lange Arme dieses Mal, tatsächlich, da sie gefaltet waren, 1,2 Kilometer lange Arme. Und dann kamen natürlich die etwas größeren Dinge, insbesondere Advanced LIGO, die wir hier sehen, die dann wenig später sehr wichtig wurden. Denn da kamen die Signale her, die unsere Doktoranden gesehen hatten. Im Ganzen. Aber trotzdem, es ist auch unser Detektor, denn wir haben vorwiegend Technologie gemacht. Wir hatten zwar kein Geld, aber Technologie, die konnten wir auch für weniger als 1 Milliarde Dollar machen, mit wenigen Dingen. Und tatsächlich ist die Technologie in Advanced LIGO im Herzen von LIGO zu einem wesentlichen Teil von uns, über die Optik, die großen Laser, die darin stecken, die Aufhängungen, die und so ging es denn weiter. Heute denken wir auch wie auf der Erde weiter, was kommt danach? Und das ist gerade ganz interessant geworden, denn die 3. Generation für solche Detektoren, die ist gerade dabei zu brodeln. Und rauszukommen, und das ist das Einstein Gravitational Telescope, das wir zusammen mit diversen Kollegen in Europa im Moment anfangen. Und insbesondere Holland hat sich dabei sehr nach vorne bewegt. ET heißt das Ganze auch manchen. Manche werden auch erkennen, was das mit ET auf sich hat an dem Ganzen. Und das Ziel dabei ist einfach. Das hier sind die Empfindlichkeiten von solchen Detektoren. Was Sie unten sehen auf der Achse, sind Frequenzen. Das ist die Frequenz der Gravitationswelle. Sie gehen, das geht von 1 Hertz bis zu ungefähr 10.000 Hertz auf dieser Skala. Und was Sie links sehen, ist die Amplitude der Gravitationswelle. Amplitude ist die relative Dehnung der Arme. Das sind Minuszahlen davor. Das heißt, 10 hoch minus 21 bedeutet, dass sich die Länge, die relative Länge der Arme, um 1/1000 eines Proton-Durchmessers ändert.
Proton, ja, nicht das Atom, das ist groß. Das Proton da in der Mitte und davon ein Tausendstel. Das muss man messen. In Rot ist die erste Generation der jetzigen Detektoren, die beobachtet haben bis vor 2 Jahren oder sowas. Die zweite Generation ist da in Grün. Das sind die Detektoren auf der Erde, die jetzt beobachten. Und Sie sehen, die zweite Generation ist ein Faktor 10 empfindlicher geworden. Und das hat den Durchbruch gebracht. Denn die erste Generation von Gravitationswellendetektoren hat nichts gesehen. Wir haben auch nicht erwartet, dass man was sieht. Natürlich haben wir alle gehofft. Weiß ja jeder, der Experimentalist ist. Und vor allen Dingen wussten wir auch gar nicht, was kommt. Jeder hat gehofft, dass irgendwas passieren könnte, aber zu erwarten war es nicht. Aber mit der zweiten, Advanced LIGO und so weiter, da haben wir gedacht, das könnte nicht ganz auszuschließen sein. Aber auch da hat noch keiner damit gerechnet, dass es diese schwarzen Löcher mit dieser Masse und dieser Häufigkeit in unserer Nähe geben würde. Eigentlich waren die Signale überraschend, was uns die wieder hatten. Aber heute ist das eine andere Welt. Heute reden wir von der dritten Generation. Das ist nur 6 Jahre später. Und unsere Vorstellung für die dritte Generation auf der Erde wird einen weiteren Faktor 10 empfindlicher sein. Und das für die Experimentalisten ist die Amplitude um einen Faktor 10. Nicht für normale Teleskope, wo man immer von der Helligkeit redet oder Power oder irgend sowas. Das ist das Quadrat. Dieses hier ist die Amplitude. So sieht sowas dann aus. Immerhin unsere Artisten, unsere Künstler, die wissen schon genau, wie es aussehen wird. Für viele, die das gerne wollen, irgendwo in der Nähe zwischen Maastricht, Liège und Aachen. So, dass es nebenbei bemerkt in 3 Ländern gleichzeitig liegen könnte. Alles, was fehlt, sind noch ein paar 100 Millionen Euro und dann wird das schon werden. Aber da hat sich auch jetzt schon viel getan. Wir fingen an mit diesem kleinen Ding hier, diese Skala, die wir da sehen, die bringt uns die schwarzen Löcher, wie sie detektiert wurden, von der Erde aus. Was wir sehen, rauf die Achse, das sind Sonnenmassen, 70 Sonnenmassen. Und das erste Signal, was wir gerade gesehen haben, was wir jemals nachgewiesen haben, das ist links oben. Da haben wir 15.09.14. So haben wir mal angefangen. Das sind die 30 Sonnenmassen, das sind die unteren beiden kleinen blauen Blobs, die wir gerade gehört haben. Aber das Schöne daran ist ja, es sind ja dann immer gleich 3 von einem Verschmelzungsereignis. Man hat die 2, die stoßen zusammen, die schmelzen und machen ein neues schwarzes Loch. Und das ist dann das da oben mit etwas über 60 Sonnenmassen. Das war 1. Erst passierte gar nichts. Dann eine Zeit lang kam dieses Gestrichelte, denn damals hatten wir es noch nicht so richtig geglaubt. Darum hat es auch keine richtige Nummer und heißt noch LVT 150112. Aber dann kamen sie, Stück für Stück. Da sehen wir, immerhin haben wir schon 5 und das hier ist 2017. Damals hatte man vielleicht so ein Ereignis jeden Monat, vielleicht alle paar Monate kam das Ganze. Aber wir ruhen uns nicht die ganze Zeit aus, sondern wir entwickeln weiter. Und diese Detektoren wurden ständig besser. Und da sind wir heute. 2022 habe ich noch nicht, weil die Viren dazwischen kamen. Aber ich kann sagen, hier sehen Sie die veröffentlichten Verschmelzungsereignisse von schwarzen Löchern. Und wir haben im Moment 90 solcher Ereignisse veröffentlicht, die Sie finden können. Aber 90 mal 3 heißt, das sind schon 270 schwarze Löcher, die wir auf die Weise nachgewiesen haben. Aber dabei ist es nicht geblieben. Inzwischen haben wir auch die Neutronensterne gefunden und die finden Sie da unten mit den kleinen Massen, 1 bis 2. Die kleinen Neutronensterne, die kommen sich auch näher, verschmelzen miteinander und machen ein schwarzes Loch. Und eine ganze Zeit lang haben wir warten müssen. Die müssen sich doch auch mischen. Und das sind zwar noch nicht viele, aber es fängt gerade an, dass ein Neutronenstern mit einem schwarzen Loch verschmilzt und daraus
schwarze Löcher macht und uns sagt, wo sie alle herkommen, wie sie entstanden sind. Aber das sind noch andere Geschichten. Da sind wir heute. Das sind 90 mal 3 schwarze Löcher, die veröffentlicht sind. Aber wir wissen natürlich, in unseren Daten schlummern noch mal 300 weitere, die aber noch nicht alle analysiert sind. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Es werden noch mehr werden. Das war die Erde. Aber ich sage, 2015 und 2016 sind viele Dinge passiert. Nicht nur auf der Erde ist was mit schwarzen Löchern und Gravitationswellen passiert, sondern auch im Weltraum. Und zwar ganz besonders mit diesem Ding hier. LISA Pathfinder wurde gestartet. Und Sie sehen, wenn Sie das Datum angucken, das ist im Juni 2016. Das eben war der Februar 2016. Hier sind wir im Juni. Das ist mir überhaupt noch nicht passiert, dass ich dreimal hintereinander das Titelbild von Physical Review Letters irgendwo mit unserem Experiment zieren könnte. LISA Pathfinder sah so aus. Das war der Vorläufer unserer LISA-Mission für Gravitationswellenastronomie im Weltall. Und hier sehen wir noch die Augen des Künstlers, was Sie da sehen, da schön in Gold und Blau, wie immer das ist. Golden diese Satelliten und obendrauf immer Sonnenzellen. Unten drunter die Tanks, die das Ganze befördern. Wozu das diente, war es, die LISA-Technologie im Weltraum zu testen. Oder auch auf Deutsch eine Vorläufermission. Das hat uns auch sehr lange gekostet. Es hat uns viel Zeit gekostet. Was wir hier sehen, ist im September 2015, das ist 17 Jahre nach unserem Proposal für die LISA Pathfinder Mission. Das haben wir nämlich 1998 geschrieben und beantragt, das Ganze. Und hier sind wir 2015 und was Sie da sehen, ist nicht ein Modell oder das Bild eines Künstlers. Das ist der echte Satellit. Der fliegt, jetzt noch fliegt er um uns rum, Millionen Kilometer von uns entfernt. Im Moment würde ich schätzen, wir überwachen ihn, ich würde sagen, so 2,5 Millionen Kilometer dürfte er jetzt weg sein von uns. Eine Stunde später ist dieser Satellit da hinten links in der Kiste verschwunden, wo LISA Pathfinder draufsteht. Wir sind hier in Ottobrunn bei der letzten Inbetriebnahme. Kam es rein, kam in der Antonov 124 und wurde nach Süddeutschland, Südamerika geflogen, nach Kourou, in Französisch-Guayana. Da war es dann, in Kourou. Und das hier ist das Originalbild und Sie sehen oben rechts, 10 Sekunden vor dem Start, das Ganze. Und zwar um 1 Uhr morgens in Französisch-Guayana, mitten im Dschungel. Und das Bild im Hintergrund ist echt. So dunkel war es da. Wir standen da alle draußen und haben geguckt, wann die Rakete endlich zünden würde. Man muss sich das vorstellen, wie das ist. Französisch-Guayana. Wissen Sie, wo das ist? 40 Grad im Schatten, aber es gibt keinen Schatten. 100% Luftfeuchtigkeit. 100% Moskitosättigung überall in der Luft. Kein Wunder, dass das früher immer nur als Gefängnis benutzt wurde, das Ganze. Aber man kann wunderbar von dort aus starten, denn man sitzt fast auf dem Äquator. Und wer sich das ein bisschen überlegt, warum das gut ist zu starten, die Erde nimmt einen mit, weil man sich mitdreht mit dem Äquator. Okay, da gibt es andere Geschichten dazu, können Sie mich mal fragen. Es wurde dann gestartet, wir waren natürlich einen Kilometer weg davon, denn es hat schon seinen Grund. Im Wesentlichen ist so eine große Rakete wie diese hier eine wesentliche Bombe, die natürlich, so man das will, unter Kontrolle hochgeht. Aber wenn nicht, ist schon viel Sprengkraft drin. Wir sind dann gestartet am Dezember 2, 2015 und witzigerweise ist das auf den Tag genau 100 Jahre nach der schriftlichen Publikation der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein. Auf den Tag genau, an dem Tag war das Ganze. Und dann hat es gearbeitet, ganz langsam. Wir müssen wieder verstehen, was dieses verwirrende Diagramm einem sagen will. Rechts unten, unten auf der horizontalen Achse, ist die Frequenz. Und Sie sehen, hier reden wir nicht von Signalen mit vielen Kilohertz oder 100 Hertz von Signalen,
sondern unten sehen wir 10 hoch minus 5 bis 10 hoch minus 2 Hertz. Wir reden von Millihertz, das heißt, die Perioden gehen um Stunden rauf und runter. Und links an der Seite sehen wir diesmal nicht die Entfernung, sondern die Restbeschleunigung. Und dies hier ist in Meter pro Sekundenquadrat. Und Sie sehen, wir liegen hier ungefähr 15 Zehnerpotenzen unterhalb der Erdbeschleunigung. 10 hoch minus 14 Meter pro Sekundenquadrat, was wir da sehen. Und die Erdbeschleunigung sind 9,81. Das sind 15 Zehnerpotenzen kleiner als die Erdbeschleunigung hier bei uns. Was man bei solchen Missionen immer tut, Technologiemissionen, man ist vorsichtig. Man nimmt sich also etwas vor. Die Requirements sind das Wichtige und die sehen Sie da oben in dunkelgrau. Das waren die Requirements, die wir uns gesetzt hatten. Darum heißt es LISA Pathfinder Requirement. Das ist sehr weit oben und dann vergleichen Sie das mit der nächsten grauen Kurve. Das sind die LISA Requirements. Das ist die Empfindlichkeit der vollen Mission, die sie haben muss, damit wir beobachten können. Und Sie sehen, bei solchen Vorläufermissionen ist man vorsichtigerweise immer etwa einen Faktor 10 oberhalb dessen, was man wirklich erreichen muss eines Tages. Einfach damit es machbar ist. Und dann haben wir das Ding in Betrieb genommen und lagen in der ersten Minute, in der ersten Stunde, als wir das Ding in Betrieb genommen haben, lagen wir weit unterhalb der LISA Pathfinder Requirements, haben ein bisschen dran gedreht und gemacht und getan. Und Sie sehen, im Februar 2017 hatten wir die Empfindlichkeit da unten drunter. Das ist eine grüne Kurve und die liegt bereits in Faktor 30 sogar unterhalb der Empfindlichkeit der großen Mission. Etwas nachzuwenden. Das heißt, wenn ich das alles zusammenfasse, LISA works oder LISA arbeitet. Was wir geschaffen hatten, war der stillste Ort im Universum. Die Empfindlichkeit dieser beiden frei fliegenden Goldklötze, die da im Inneren der Satelliten waren, die flogen so leise vor sich her im Inneren des Satelliten, dass es ein großes Fehlersignal gewesen wäre, wenn sich ein Virus, ganz egal ob Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Lambda da draufgesetzt hätte, das wäre ein Riesensignal gewesen, einfach durch sein Gewicht. So empfindlich waren diese Dinger. Relativ schnell hat auch die ESA reagiert und Sie sehen, hier sind wir schon im Juni 2017, wenige Monate danach hat die ESA LISA als dritte Large-Mission ausgesucht im Ganzen und daran haben wir gearbeitet. Das ist passiert in den letzten 5 Jahren. Wir mussten vorher die Empfindlichkeiten natürlich uns überlegen, wo sie sein würden. Und da können Sie danach fragen, aber das will ich nicht im Detail erklären. Dies hier sind alles kleine, schöne, farbige Balken, in denen wir darstellen, was wir jeweils für eine bestimmliche Empfindlichkeit erreichen wollen. Zum Beispiel Black Hole Seeds, galaktische Binaries, Extreme Mass Ratio, In-Spirals. Jedes Mal muss man eine andere Empfindlichkeit haben. Wenn man sie alle aufeinander setzt, so wie hier, dann entsteht so eine U-artige Kurve daraus. Das ist das, was wir brauchen, um Gravitationswellenastronomie im Weltall zu machen. Warum ist das so schön? Weil das nicht in Wirklichkeit ein U ist, sondern das Weltall ist voll. Und hier habe ich Ihnen angegeben ein paar von den wichtigsten Signalen, die wir mit so einer Mission detektieren werden. Das viele von uns am schönsten finden, das sind natürlich die supermassiven schwarzen Löcher. Und hier sind 3 solche Kurven, relativ modest, mäßige Signale. Das oberste ist 10 Millionen Sonnenmassen, 2 schwarze Löcher, in einer Entfernung von einer Rotverschiebung von ungefähr 3. Und da sieht man, das braucht ungefähr einen Monat lang, kann man zugucken, wie diese beiden schwarzen Löcher, die da nahe kommen und immer weiter ineinander spiralen, bis sie am Ende verschwinden. Darunter sieht man 1 Million Sonnenmassen, 100.000 Sonnenmassen, aber es gibt auch andere. Zum Beispiel das kleine Lilane darunter, die sind nicht so weit weg. Das sind Doppelsternsysteme in unserer eigenen Milchstraße mit einem Signal-zu-Rausch-Verhältnis von mehr als 7. Und da sieht man, das ist voll mit diesen Dingern. Einige von denen sieht man heute auch optisch.
Das sind die kleinen blauen Sternchen da. Das sind Verification Binaries oder auch das sind galaktische Doppelsternsysteme, die wir mit optischen Teleskopen sehen können. Oder was da unten so rausgeht, das nennt man EMRI, Extreme Mass Ratio in Spirals. Das sind große schwarze Löcher mit ganz kleinen Dingern, die da reinfallen, wo man dann wirklich wie in einer Karte der Welt zuhören kann, wie die Struktur der Welt aussieht, welchen Spin die Dinger haben, wie der Spin gegenüber den anderen eingestellt ist, ob man die zweite, dritte harmonische der relativistischen Spin-Bahn-Wechselwirkung sehen kann. Das kann man alles sehen und das sitzt da mittendrin. Und warum macht uns das so optimistisch? Weil das, was wir da gemacht hatten, uns zeigt, dass das, gucken Sie die Frequenzen an, das ist, was wir schon gezeigt haben. Das sind die LISA-Requirements, das da in Gelb. Und das ist das, was wir hier in Grün sehen. Das brauchen wir. Und was haben wir bereits gezeigt? Das Grüne da drunter. Wir müssen nicht lange nachrechnen. Wir haben es schon gemacht. Nur eben mit so einem kleinen Satelliten, nicht mit langen Armen. Das kostet schon noch ein paar Euros. Aber das machen wir demnächst. Hier ein Beispiel, was das für Signale sind, die Sie nachweisen. Hier zum Beispiel eine sehr schwache Quelle. Dieses hier ist eine Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern, und zwar mäßige schwarze Löcher, mit nur 100.000 Sonnenmassen. Gut, ein bisschen weit weg, aber auch nicht sehr weit weg. Das heißt, bei einer Rotverschiebung von ungefähr 5. Bis dahin kann man gerade noch so einigermaßen gut mit elektromagnetischen Teleskopen gucken. Aber das ist so ziemlich dann auch das Ende des bekannten optischen Universums, was man sieht. So, was wir hier sehen, ist in Blau das Signal, was die Gravitationswellenastronomie sehen würde, bei der Verschmelzung der beiden. Und in Rot sehen wir das Instrumentenrauschen. Und zwar gemessen. Das Instrumentenrauschen nachgemessen mit LISA Pathfinder. Und jetzt gucken Sie hin und sagen, wo ist denn das Rauschen? Da ist kein Rauschen. Doch, doch. Es ist nur so klein. Schauen wir mal rein. Das sieht man, da sehen Sie das Rauschen. Das ist das Rauschen, was da drunter liegt. Das heißt, man kann mit solchen Observatorien nicht nur solche Dinge überall im gesamten Universum beobachten, sondern mit extrem hoher Präzision. Das sind Präzisionsbeobachtungen. Warum ist das schön? Weil alle binär schwarzen Löcher in unserem Universum im Laufe ihrer Entwicklung irgendwann die LISA-Entwicklungskurve durchkreuzen werden. Wir denken ja heute, dass die meisten Galaxien und schwarzen Löcher mit diesem Turm, dem Kunstwerk da rechts, dass sie so entstanden sind, aus kleinen, die verschmelzen zu anderen, und irgendwann werden große schwarze Löcher draus. Das heißt, die entwickeln sich so wie hier dargestellt, von kleinen Dingen, so wo man unten wieder sieht, ist der Logarithmus der Masse. Ganz links sind 100 Sonnenmassen, in der Mitte eine Million Sonnenmassen, rechts außen eine Milliarde. Links auf der Achse die Rotverschiebung von diesmal ein bisschen weiter raus, von 20 bis runter zu 0. Und hier sind ein paar Beispiele für Dinge, von denen wir wissen, dass sie da sind im Universum. Zum Beispiel sind hier Dinge, die sich entwickeln, bis hinten zum Beispiel die Masse von Andromeda oder anderen, die sich mit kleinen Massen darüber hinaus entwickeln. Was wir heute schon beobachten können, das ist das Ende dieser Dinge. Die können wir mit elektrischen Teleskopen sehen. Und da kommt dieser graue Teil her. Das sind nicht ganz heute schon, darum steht da Future EM Probes. Die zukünftigen elektromagnetischen Teleskope werden diesen Teil sehen, aber nicht den linken Teil. Wir wissen zwar, dass sie da sind, aber wir wissen nicht, wie sie da hingekommen sind. Die einzige Methode rauszufinden, wo diese Dinge herkamen, ist links zu gucken, und das kann man nur mit Gravitationswellen. Und dann können Sie unterscheiden, ob es sich um winzig kleine stellarschwarze Löcher geht oder mittelgroße oder Suppen von anderen Massen, die sich da ansammeln, wie die miteinander verschmelzen. Darauf wollen wir hinaus. Also, wie wird die schwarze Lochastronomie 2030 aussehen? Hier nochmal dasselbe Diagramm, nur ein bisschen um
ihnen etwas Animation zu verschaffen. Das ist der Weltraum da draußen, ziemlich leer, aber leuchtet. Unten die Massen, 1000, 1 Million, 1 Milliarde. Und dann die Entwicklung, 0 ist hier in diesem Hörsaal. Dann bis 10 ist ungefähr the Dark Ages, das Ende des elektromagnetisch beobachtbaren Universums. Und dann fängt es aber erst an, dann geht es nach draußen. Da, wo unser Mikrowellenhintergrund herkommt, der liegt bei einer Rotverschiebung von 1000. Da ist noch viel Platz da oben. Was wissen wir davon? Gucken wir mal. Es gibt wunderbare elektromagnetische Observatorien. Wir haben LSST, wir haben das James Webb Space Telescope, wir haben das Extreme Large, das Large Telescope, Very Large Telescope, Super Large Telescope, Extremely Large Telescope und alle anderen Large Telescopes. Die sind in diesem Bereich empfindlich. Die sind empfindlich gegen die hohen Massen, die wird man detektieren können, bis raus zur dunklen Verschiebung, bis ungefähr zu einer Rotverschiebung von 10. Auch Radiowellen wird es geben, nehmen wir mal SKA und Pulsar Timing, etwa so auch zu den hohen Massen hin, aber nicht so ganz weit weg, vielleicht bei Rotverschiebungen von 0, 1, 2 in der Größenordnung, wenn es denn funktioniert. Dann müssen wir noch ein paar Tage warten, aber das kommt, wir sind dabei. Da, in der linken Ecke, da sind die Observatorien für Gravitationswellen, die wir jetzt gerade gesehen haben, mit denen wir beobachten, Advanced LIGO, Advanced Virgo, Kagra und so weiter. Und hier sieht man, man kann mit den niedrigen Massen rausschauen im Universum, bis vielleicht zu Rotverschiebungen von vielleicht 2 und für Massen von vielleicht 100 bis etwas weiter. Wenn wir weitergehen über die dritte Generation von Gravitationswellendetektoren auf der Erde, Einstein, da, darum steht da Propose dran. Das geht ein bisschen weiter raus. Da werden die Massen etwas größer und man kann raus bis fast zu den Dark Ages kommen. Im Dunkeln. Aber Sie sehen, der größte Teil der Welt ist leer. Kein Teleskop kann da hingucken. Wie kann man rausfinden, was da steht? Nun, Sie werden es vermuten. So. Das ist die Empfindlichkeit von einem Gravitationswellenobservatorium draußen im Weltraum. Das ist die LISA-Empfindlichkeit. Und was Sie da sehen, diese Zahlen, das sind die Signal-zu-Rausch-Verhältnisse, und zwar in Amplitude. Wenn da 1000 steht, dann heißt das, das Signal, was man beobachtet, hat eine Amplitude, die 1000-mal größer ist als das Rauschen des Detektors. Man kann rausschauen bis an das Ende des Universums. Und nicht nur da, wenn wir die erdgebundenen Detektoren dazu nehmen, mit ET hier links, dann sehen Sie, dass auch der linke Teil des Ganzen abgedeckt wird. Man kann diesen gesamten Bereich der schwarzen Löcher im gesamten Universum beobachten, bis hinaus zu Rotverschiebungen, von denen kein Mensch heutzutage weiß, ob es da überhaupt etwas gibt. Denn man hat es ja noch nie beobachten können. Bald wird das soweit sein. Aber man kann auch andere Dinge sehen. Dark Matter, dunkle Materie zum Beispiel. Viele reden drüber, viele haben Gedanken dazu. Es gibt mehr Theorien, was es sein könnte, als es Theoretiker gibt oder noch mehr. Aber Gravitationswellen sind empfindlich auf Dark Matter. Und zwar ganz besonders dann, wenn Dark Matter, dunkle Materie, um schwarze Löcher herumkreist. Und wir erwarten heute, dass es um jede schwarze Loch herum einen Spike, eine lokale Spitze von dunkler Materie gehen wird und die spiralt da rein. Und das ändert die Phase der Gravitationswellen, die emittiert werden. Und das besonders Empfindliche daran ist, wenn die dunkle Materie nichts anderes tut, kein elektromagnetisches Signal, keine Röntgenstrahlung, kein gar nichts, wie soll man das denn detektieren? Mit Gravitationswellen. Denn das ist ja gerade das, was wir detektieren. Schwerkraft. Und solche dunkle, schwarze, dunkle Materie interagiert nur gravitationsmäßig mit dem Rest der Welt. Das kann man sehen.
Der stochastische Untergrund unseres ganzen Weltalls. Wir erwarten eigentlich, und viele erwarten, dass primordiale Strahlung emittiert wird. Nun weiß man nicht, wie die aussehen werden. Also man schätzt mal so ein bisschen. Wenn man gar nichts weiß, dann würde man sagen, die Wellenlänge solcher Gravitationswellen wird irgendwie dominiert werden durch die Horizontskala zu der Zeit des Weltalls, also ist ja lange her, Zeitpunkt, zu einer Zeit der Emission, die man hier reintut. Und man sieht, bei einer Frequenz von etwa 10 hoch minus 4 Hertz würde man erwarten, bei einer Temperatur Kt, die ungefähr einem TeV entspricht. Das ist das, was man erwarten würde. Kann man das sehen? Das LISA-Band geht von 0,1 bis 100 mHz. Das entspricht einer Energieskala von 1 bis 1000 TeV. Was kann man damit sehen? All die hübschen Sachen, von denen ich nichts verstehe. Supersymmetry, Higgs Self-Couplings, extra Dimensionen und was auch immer. Dark Energy Density, wenn es sie denn gibt und in dieser Zeit wäre. Topologische Defekte könnten auftreten. Besonders wenn es Cosmic Strings sind, die interagieren und die produzieren so etwas wie eine Hintergrundstrahlung, wenn es sie denn gibt und wenn sie existieren könnten. Das sind solche Cusps, die dann entstehen und die werden sichtbar wie aufgelöste Bursts, die explodieren. Das kommt darauf an, welche Eigenschaften sie haben. Je nachdem, ob sie kleine Strings sind, ob die Loops, die da entstehen, klein, mittel oder groß sind. Hier sind ein paar Beispiele angegeben für Dinge. Und Sie sehen, was auch immer da passieren mag, die meisten von denen laufen mitten hindurch durch die Empfindlichkeitskurve eines solchen Detektors. Oder falls denn Phasenübergänge stattfinden auf der Skala von TeV-Energien, besonders wenn es First-Order-Phase-Transitions sind, dann kommt es wieder sehr darauf an, dauert das lange, ist das kurz, was ist die Energie? Hier sind ein paar Beispiele für solche Dinge. Auch die liegen mitten da drin. Kosmologie. Jeder will wissen, wie unser Kosmos aussieht. Was man dazu braucht, sind ganz praktische Dinge. Man braucht die Entfernung und die Rotverschiebung. Damit kann man vorhersagen, woraus das Universum besteht. Dazu braucht man Luminositätsentfernungen. Es gibt ja viele Entfernungen astrologisch. Was man braucht, ist die Helligkeitsentfernung. Und die bekommt man mit Hilfe von Gravitationswellendetektoren. Man bekommt akkurate und unabhängige Messungen, sowohl von der Hubble-Konstante als auch vom W-Parameter. Als Beispiel für EMRIs, die großen reinfallenden kleinen Objekte in schwarze Löcher, ohne jede elektromagnetische Beobachtung, kann man damit durchaus mithalten mit WMAP und anderen Empfindlichungen. Wenn man schwarze Löcher nimmt, massive schwarze Löcher, sogar bis raus zu Rotverschiebungen von, sagen wir, einigen wenigen, drei oder so, wieder ohne Hilfsmittel, ohne elektromagnetische Beobachtungen, kriegt man die Dark Energy Equation of State ohne weiteres verglichen mit Euklid zum Beispiel in einer solchen Mission. Nur der Unterschied ist, ohne weitere Modelle, nur aus Gravitationswellen, aus ersten Prinzipien abgeleitet, kommt man sowas. Wenn man dann alles zusammenpackt, da haben wir die massiven Black Hole Binaries ganz rechts oben, dann packt man die Extreme Mass Ratio in Spirals, also die kleinen in die großen, zusammen in der Mitte. Und dann nimmt man noch die LIGO-artigen, erdgebundenen Detektoren mit den kleinen, leichten Massen, die da drin sitzen. Und wenn man sie alle zusammenpackt, wie hier, dann bekommt man für jedes Verschmelzungsereignis einerseits links DL in Gigaparsec, das heißt die Entfernung. Da sehen wir 1 Gigaparsec, 10 Gigaparsec, 100 Gigaparsec und unten die Entfernung als Redshift. Von 0,01, 1, 1, 10 bis rauf, das heißt das Ende des Universums. Und die kann man so nett übereinander babseln. Und hier zum Beispiel ist in Blau eine Annahme für Cold Dark Matter mit dem Lambda-Parameter oder welches Modell man noch haben will. Man kann es nachmessen. Was ist passiert kosmologisch? Von hier bis weit draußen, und das kommt alles aus solchen ersten Beobachtungen ohne große Modelle. Und
wenn wir auf der Erde und im Weltall astronomische Beobachtungen haben, dann kann man etwas tun. Das wäre schön gewesen beim ersten Black Hole-Ereignis, das wir hatten auf der Erde. Denn was wir hier sehen, sind die Empfindlichkeitskurven rechts von Advanced LIGO. Und da sieht man als Funktion der Frequenz und links die Amplitude. Und links sieht man die Empfindlichkeit von weltraumbasierten Detektoren in dieser Art. Was man da eingezeichnet sieht, das sind die Verschmelzungskurven von kleinen schwarzen Doppellöchern. Und was da in Black, in Schwarz angegeben ist, da sehen wir GW 15 0914. Das war das erste Ereignis, mit dem wir angefangen haben vor einer Stunde. Damit haben wir angefangen, vor 6 Jahren. Das fängt da ganz links außen an, bei ganz kleinen Frequenzen. Da sind die schwarzen Löcher nämlich so weit auseinander und gehen so ganz langsam umeinander herum. Aber die kommen sich immer näher, immer näher, immer näher, werden immer schneller, gehen zu höheren Frequenzen und dann erst, da hinten bei 10 Hertz, treten die ein in das Empfindlichkeitsfenster von erdgebundenen Detektoren und dann hat man nicht mehr viel Zeit. Das erste schwarze Loch, was wir hatten, hat einen Bruchteil einer Sekunde nur gedauert, das zu sehen. Links außen hätten wir jahrelang zuschauen können, wie die beiden schwarzen Löcher sich immer näher kommen. Sie schauen da links oben, das ist die Empfindlichkeitskurve. Wir fangen an bei 10 Jahren vor dem Verschmelzungsereignis. Da waren die weit auseinander. Und dann kommen sie sich immer näher, nach einem Jahr immer noch da oben in der LISA-Kurve. Dann eine Woche, einen Tag und da sieht man eine Stunde. Und jetzt kann man den Kollegen von der beobachtenden Astronomie im Optischen Bescheid sagen, in einer Stunde gibt es einen dicken Blitz in eurem Detektor. Und man kann sich sofort überlegen, wo damals, als das Ereignis erfolgte, jedes 8 Meter großes optische Teleskop auf dieser Erde hingeschaut hätte. Und zwar innerhalb eines Quadratgrades, akkurat bis auf eine Sekunde. Und da hätten alle zugeschaut bei sowas. Da sind wir heute, 2022. Wir sind 30 Jahre nach dem LISA-Proposal 1922. Wir sehen da unten, wie sich solche Weltraumprojekte entwickeln. Da sind wir. Heute, 2022, sind wir 30 Jahre, nachdem wir angefangen haben. Vor 30 Jahren haben wir das Proposal dafür geschrieben und wir haben einen großen Durchbruch gelandet. Und zwar gerade jetzt, vor wenigen Wochen. Da sind wir nämlich durch die MFR, sieht man da unten in Rot, durch die sogenannte Mission Formulation Review hindurchgelaufen. Und das wird allgemein bezeichnet als der Übergang von der Phase A in die Phase B1. Für die, die es nicht genau wissen, solche Weltraummissionen werden normalerweise eingeteilt in A, B, C, D und dann wird gelauncht und dann Phase E, wenn alles geklappt hat, kann man die Daten beobachten. Da gibt es oft noch eine Phase 0 vorher. Also Phase 0 heißt im Wesentlichen nur, ist nicht durch Naturgesetze verboten oder sowas. Während in Phase A, da studiert man so. Aber dann kommt der wirkliche Durchbruch. Die Industrie verdient noch nicht viel Geld, wir Wissenschaftler sowieso nicht. Aber dann muss man richtig loslegen ab Phase B. Das ist dann für die Experimentalisten so, dass man sich überlegt, ob es jetzt eine Schraube M6 oder M8 war, die man da eingeschraubt hat. Da wird es schon qualifizierter, was da reingeht. Und da sind wir jetzt. Den Übergang von Phase A bis Phase B1 machen wir gerade. Wir sind gerade dabei, das alles einzuteilen und dann geht es weiter bis 2024. Das ist der Übergang in Phase B2, die Mission Adoption Review und dann 2035 sieht man ja da unten, wenn es ein Graph ist und mit Rot, dann heißt es, darauf kann man sich verlassen. Also in 2035 werden wir gestartet und das ist dann 20 Jahre, auch interessant, nach LISA Pathfinder. Das ist nur eine Technologievorläuferphase und es braucht uns 20 Jahre, um diese Technologiephase zu machen, um sie dann auch wirklich zu nutzen. Da sind wir heute. Aus aller Welt
kommen die Leute, wollen mitmachen. Jeder, der zuhört gerade, ist willkommen, sich uns anzuschließen. Im Moment, als letzte Mal, als ich geguckt habe, haben wir 1568 aktive Mitglieder der Kollaboration in der gesamten Welt. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt gucken würde, sind es schon 1569 in diesen Minuten. Und natürlich, jetzt kommt das Übliche, die Boards, Executive Committees, es gibt ein Formulation Management Team, da sind wir dabei. Dann gibt es die Wissenschaft, die aufgespalten ist in Science Groups und natürlich das Allerwichtigste, die Committees, die wir haben. Publication, Presentation, Career, Advocacy, Outreach, Management und besonders Diversity, Equity und Inclusion mit das Wichtigste überhaupt an unserer Arbeit jeden Tag. Das passiert nach Phase A. 21 gehen wir von MFA rüber in Streamlining, wie man das nennt. Und jetzt sind wir beim Übergang in Phase B1. Die Hardware-Beiträge, die Datenpolitik, was darf man wem mitteilen, was darf man nicht mitteilen, was wird wo bekannt. Das ist aber Handwerk. Jede andere Mission hat das auch. Es ist nicht so, dass wir damit rechnen, dass morgen alles zusammenbricht, weil wir was vergessen haben. Die Phase haben wir hinter uns in den letzten 30 Jahren. 2035, der Launch ist einigermaßen verlässlich. Da werden nur noch vielleicht hier und da ein paar hundert Millionen fehlen oder irgendeine Politik wird sich ändern. Aber die Größenordnung ist ungefähr richtig. Und die ESA denkt bereits darüber nach, was kommt danach? Das lief gerade. Im März 2019 wurde darum gebeten, das Long-Term Planning der Voyage 2050 zu machen. Das ist unterwegs im Moment. Gerade heute Morgen haben wir einige Sachen geplant, wie es weitergeht. Und man muss sich unterhalten, was soll sowas tun? Und das sind meine letzten Folien. Gleich wird Ruhe hier. Was macht man damit? Jeder hat ein anderes Ziel. Wir haben viele Geodäsisten, Geodesics, solche Leute, die die Erde studieren, haben wir auch viele bei uns im Team. Und die sagen, so etwas Ähnliches muss man auch mit Gravitation machen. Wie nennt man das? Und da kam sofort, manche hatten Griechisch und die haben dann herausgefunden, was ist Bothrod? Das ist ein schwarzes Loch, nur auf Griechisch. Und wenn man studiert, wie das da innen drin abläuft, dann ist das Bothrodesi. Wenn man das machen will, dann muss man da hingehen in die Empfindlichkeit, sowas aufbauen, um diese Studien zu machen. Oder wenn man Intermediate Mass Black Holes und fehlende Materie im Weltall studieren will, muss man dahin gehen. Jedes Mal wird es eine andere Mission nebenbei. Nicht nur, dass ich das da einzeichne, das habe ich so gemacht. So, das kann jeder. Na, besser als ich, aber das zu bauen, ist wirklich schwierig dann. Oder wenn man Dark Energy sehen will und Supermassive Black Holes, muss man da unten hingehen. Zu den ganz niedrigen Frequenzen muss sowas machen. Jeder hat neue Dinge. Was ich gerne hätte, wäre sowas, die Follow-on-Mission 2050. Ich würde gerne mehrere solche Konstellationen entlang der Erdumlaufbahn anordnen. In diesem Fall sind es nur gerade 12, müssen ja nicht 12 sein. Aber warum ist das schön? Weil man die alle kombinieren kann. Unsere Radioastronomie-Kollegen wissen, wie man sowas macht. Und sie haben sowas Ähnliches ja auch bereits gesehen in dem Vortrag. Was macht man, wenn man nur die Erde hat? Dann kann man schwarze Löcher auflösen, entweder weit entfernt oder sogar auch ganz nah hier bei uns. Das Gleiche kann man mit Gravitationswellen machen, so wie hier. Nur hat man dann ein Gravitationswellenteleskop mit einem Objektivdurchmesser von 2 astronomischen Einheiten. Und jeder, der ein bisschen Astronomie gemacht hat, weiß, dass man damit die Winkelauflösung steigern kann. Man muss einfach nur die Objektivgröße hernehmen und dann die Wellenlänge der Gravitationswellen darunter gehen, den Bruch bilden und dann noch aufblasen mit dem Signal-zu-Rausch-Verhältnis. Das ist ein riesiges Teleskop. Man kann so kleine Dinge angucken damit. Die ganze Welt. Gut, es kostet auch ein paar Euro, aber wenn man nicht anfängt, drüber zu reden, dann wird es sowieso nichts. Da will ich gern hin und was ich mit sowas dann auch wirklich hören will, ist Big Bang oder was auch immer damals passiert ist, nämlich den Anfang unserer Welt. Denn
für Gravitationswellen war unser Universum auch in den ersten 400.000 Jahren durchsichtig. Von Anfang an haben sich alle Gravitationswellen dieses Universums gebildet und sie sind nie wieder verloren gegangen. Sie können alle noch beobachtet werden. Und das war's für mich für heute. Dankeschön. Thank you.